bam 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 bam. Hallo und herzlich willkommen zu Hero Zero. Heute etwas früher aufgenommen, um euch das Ende des Fasching bzw. des Karnevals-Events zu zeigen. Ich habe gerade das letzte Teil gekriegt, was wir hierfür brauchen, für die Luftschlangen. Das war nämlich 3 Stück, also eine Menge. Wir haben nämlich noch einen Tag und 13 Stunden und ich möchte es aber heute beenden. Ich habe nämlich ein bisschen wenig Zeit. Ein bisschen. So, jetzt werden wir auch mal... ...dass wir das beenden können. Wir haben noch unsere Sachen. So, und zwar... haben wir jetzt das alles fertig. Der Faschingszug. Sam spektakulär. Fantastisch. Von so einem tollen Faschingszug habe ich als Kind immer geträumt und auch der Bürgermeister ist begeistert. Vielen Dank. Wenn du dir jetzt noch einen Besen schnappen könntest, um die Straßen von festgetretenen Bonbons und Luftschlangen zu befreien. Na toll, vielleicht die nächste Aufgabe oder was. Belohnung, hier sind deine Belohnungen. Wähle aus den 3 Gegenständen einen aus, den du als Belohnung erhalten möchtest. Da ich angeblich die beiden habe, aber das hier mir noch in der Sammlung fehlt, werde ich das direkt mal auswählen. 10 Fertigkeitspunkte und 5 Donuts. Oh, das ist ja geil. Geil! Oh, mal kurz hier das wieder aktivieren. Und da nochmal jemanden losschicken. Oh, da können wir noch... Heldentaten mache ich natürlich immer noch total gern. Oh, das ist aber schlechter. Aber wir setzen sie trotzdem mal auf und zeigen sie auch. Maske anzeigen. Eieieiei, meine Haare sind weg. Leute, das mag ich gar nicht. Wenn die Haare weg sind, nee, das mag ich nicht. Die müssen bleiben. So einfach. Oh, jetzt habe ich einmal zu viel geklickt. Ups. Gut, ich finde sie nicht so schön. Aber wir haben sie eben halt für die Sammlung. Und das war sehr wichtig, fand ich jetzt erstmal. So, dann bin ich am Überlegen, ich werde wohl mich auch mal ausziehen und komplett runterhauen lassen. Es ist ja jetzt wieder... Ich werde wahrscheinlich eine ganze Woche mich runterhauen lassen und so und werde trotzdem aber Missionen versuchen zu kriegen. Denn ganz so schlecht mit dem bin ich nämlich eigentlich gar nicht. Ich werde es aber erst nach 12 Uhr, also ich werde es jetzt am Wochenende machen, das heißt, ich werde es von eine ganze Woche laufen lassen. Jeder, der mich hauen möchte und schafft, mich zu hauen, der soll doch bitte auch zuhauen. Keine Müdigkeit vorschützen, immer reinhauen da. Und ich werde euch kurz die Sachen durchgeben hier im Video, wie stark ich ohne Klamotten bin. Ach du Schande. Ja, alles mindestens 2000 hier, sogar das Intuition sogar 3477. Also ihr müsst schon ein bisschen was drauf haben, um mich runterzuhauen. Ich habe das gemacht, weil ich am meisten mit den Klamotten gar nicht richtig hinterhergekommen bin. Dass es gute Klamotten und sowas alles gibt. Allerdings denke ich mal, es sollte trotzdem funktionieren, dass die Höheren halt mich hauen können oder beziehungsweise viele meiner Teammitglieder mich hauen können. Den werde ich dann nach den Kämpfen, das heißt nach 12 Uhr, werde ich mich ausziehen und dann Bescheid geben. Und dann können sie mich hier verprügeln. Ob Liga oder anders, das ist mir vollkommen egal. Hauptsache, die geben mir ein bisschen Spaß. Aber jetzt mal erstmal wieder anziehen. Nach einer Stunde sind nämlich die Teamkämpfe, der Bandenkampf und natürlich der Teamkampf dran. Und ich möchte da nicht nackig durch, durchlaufen, weil dann bin ich ja keine große Hilfe, ne? Also so, jetzt gucken wir mal nach Inaktivitäten. 6 Tage. So, es gab nämlich eine Regeländerung. Die habe ich auch in der Beschreibung reingehauen. Jeder, der sich halb inaktiv gemeldet hat und nicht ganz inaktiv gemeldet hat. Ja, haben wir ja 2 Leute. Der einmal ist der Lahm, 27.01. und einmal Smog, und zwar am 28.01. Seitdem sind sie nicht mehr da. Ich habe jetzt eingeführt, auch wenn sie sich
halb inaktiv gemeldet haben, wie die beiden sagen, ja, sie haben nicht so viel Zeit wegen Schule. Das ist jetzt so, dass nach 2 Monaten, dass sie nicht mehr eingeloggt sind, fliegen sie trotzdem raus, weil sie machen den Durchschnitt machen sie mehr oder weniger kaputt zwischen denen, die hier kämpfen wollen und auch was erreichen wollen in dem Team. Weil es wird gerechnet, nämlich der Durchschnittslevel und Stärkewert bei den Bandenkämpfen, was wir eben halt als Banden kriegen, leichte, mittel und schwere. Und die werden eben halt ermittelt, wie stark die ungefähr sind mit unserem Team. So. Und wenn dann zum Beispiel Lahm, der ist 138er Stufe, beziehungsweise Level, das ist schon ziemlich hoch. Das ist der, von den normalen Mitgliedern ist er der zweitstärkste. Und deswegen möchte ich, dass da geguckt wird, dass die Inaktiven wirklich trotzdem nach 2 Monaten, man kann ja mal einloggen zwischendurch. Das ist gar nicht schwer. Man muss nur Login drücken, Sachen eingeben, zu und sogar noch reinklicken, hey schreiben oder mal einfach die Bandenkämpfe oder irgendwas eben halt anklicken. Und dann wäre es das auch. Aber die machen gar nichts mehr. Deswegen habe ich eingeführt, nach exakt 2 Monaten der Inaktivität fliegen sie raus, können aber natürlich, solange sie kein Regelverstoß getan haben, wie Beleidigung oder sonst irgendetwas, können sie jederzeit wieder zurückkommen. Sie müssen sich nur wieder aktiv melden, dann nehme ich sie wieder in ein Team auf oder einen meiner beiden Berater und dann sollte das so auch funktionieren. Ich gucke noch mal sonst durch. 3 Tage, das geht alles noch wunderbar. Also eigentlich sind hier alle sehr gut aktiv. Nur der Fischer 33 ist seit dem 26. Jetzt ist der 4.3. Also ich mache jetzt auf den Samstag ausnahmsweise mal das Video, weil ich die nächsten Tage überhaupt gar keine Zeit habe. Mache ich jetzt immer das Video, deswegen wirklich sehr früh. Ah, was noch? Ja, eigentlich nicht ganz so viel. Wir halten uns mit der Ehre des Teams bei 50.000. Finde ich eigentlich schon ganz gut. Vor allem, wir haben sehr unterschiedlich starke Mitspieler. Unser kleinster ist hier 25er Stufe, das ist schon ganz gut. Dann 37, das sind auch eine der neuesten der beiden da. Aber sind auch schon aktiv. Also die sorgen schon dafür, dass sie nachkommen mit dem Level. Aber das Level ist ja eigentlich nicht das Wichtigste. Ich glaube eher, ist es das Wichtigste, ja auch die Skills zu haben. Und deswegen trainiere ich ja auch wahnsinnig viel und Intuition muss ich einfach viel nachziehen, weil das ist um 400 noch im Unterschied zu Grips und das stört mich total und das mache ich eben halt mit dem Training. Ich bin mal gespannt, wie viele mich runterhauen werden. Aber wenn ich das so manchmal sehe, wie viele Duelle hier. Wieder 99 hier werden mir angezeigt, die mich verprügelt haben, sage ich mal. Das ist der Wahnsinn. Die kann ich mir gar nicht alle angucken. Das ist aber immer so viel. Und deswegen werde ich mal, denke ich mal, ganz gut in Ehre wieder runterrutschen. Ich bin schon von 70 wieder auf 68 runter. Also 68.000. Also wird das schon einigermaßen. Hier wird es noch krasser, denke ich mal, und dann läuft das schon. So, jetzt können wir noch mal kurz hier die Mission starten. Viele Sachen wollte ich eigentlich auch nicht mehr sprechen oder so. Ich bin, wenn es euch noch interessiert, die Projekte laufen zurzeit auf Hochtouren, die als nächstes kommen nach Estronia kommt noch ein Spiel und diesmal etwas ganz anderes. Es ist kein Survival-Spiel, es ist kein Astronautenspiel. Und ich denke, das ist mal eine schöne Abwechslung. Es macht wahnsinnig viel Spaß, da zu spielen. Lustig ist vor allem, wenn das Spiel dann eine Meldung gibt, hier, Sie haben 2 Stunden am Stück gespielt. Bitte machen Sie doch mal eine Pause, um den Spielspaß noch zu erhöhen. Also es ist schon ganz lustig. Aber ich kann sowas nicht berücksichtigen. Also es macht zu viel Spaß einfach manchmal und dann muss das einfach gemacht werden. Ja, und als nächstes habe ich auch schon ein Projekt angefangen, was danach kommt. Allerdings denke ich, dass nach Estronia, das wird erstmal ein sehr, sehr, sehr langes Projekt.
Es ist einfach suchtgefährdend. Es ist einfach geil. Als kleinen Spoiler, welches Spiel es sein könnte, gehört zu der Generation Spiele, wo ich meinen Namen her habe. Manche wissen es vielleicht, manche grübeln jetzt vielleicht, ich weiß es nicht. Also es sollte eigentlich einfach sein, herauszufinden, wo Juna herkommt. Aus welcher Spielreihe sozusagen es herkommt. Und was ich noch sagen wollte, ist auf jeden Fall, dass ich ja mit anderen noch Projekten mache. Das ist zwar ein bisschen holprig, weil viele nicht immer unbedingt so Zeit haben wie der andere. Und deswegen wird Drakensang Online weiterhin nicht kommen. Wurde mir aber versprochen, weiterzumachen. Das heißt, ich hoffe, das bleibt nicht unvollendet, die Playlist. Ja, uiuiui. Okay, ich quatsch schon wieder viel zu viel, Leute. Also ich denke mal, das reicht jetzt auch. Ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt das Video fertig. Es erscheint, zumindest ist erschienen. Und ich hoffe, ihr guckt noch weitere Videos von mir. Lasst ein Like da. Und auch danke für die Dislikes. Ich finde die trotzdem toll. Dann weiß ich wenigstens, dass jemand die Videos geguckt hat. Und wir lesen uns dann in den Kommentaren. Macht's gut. Tschüss.